Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stalker Shadow of Chernobyl. In der letzten Folge haben wir unten in Kordon den militärischen Außenposten noch ausgeraubt, Dokumente zurückgebracht und dann offscreen, diese Strecke hochgegangen, da es einfach nur zeitaufwendig wäre, in der Aufnahme drin zu haben. Und jetzt sind wir wieder im Bereich der Bar. Gut zu wissen, falls der Typ noch da ist. Nein, schade. Hin und wieder läuft hier so ein Typ rum, der eben die Sander 5,45 mm mit sich führt. Und wenn man halt das Glück hat, dass er hier draußen stirbt, hat man eine dieser guten Waffen. Und wie immer Lags im Spiel. Wunderbar. Irgendwas? Nein. Nichts, was mich derzeit interessiert. Raus hier, Stalker. Raus hier, Stalker. Ja. Und dann können wir auch. Ah, lässt mich nicht durch. Ja, da kann ich höchstens das Equipment für nachher festlegen. Zwei davon, eins Ich davon. sagte, komm rein. Steht an den großen. Und dieser normale Haut, sprich normale Lederjacke mit etwas besseren Heilfertigkeiten habe ich. Kurz zeigen. Meine Informationen könnten nützlich für dich sein, Hier gefunden. Kleines Versteck. Gutes Versteck. Und jetzt werden wir uns ausrüsten, dass wir, glaube ich, in den Westen gehen können. Nervige NPCs. Nervige laute NPCs. Granate verbrauchen wir nicht. Etwas mehr davon. Weniger Granaten. Komm her. Für Leute wie dich habe ich immer was Aufprallern, nein. Die könnten wir gebrauchen, aber wir sollten auf jeden Fall mindestens eine davon drüben finden. Etwas mehr Pistolenmunition, falls ich sie je verwenden sollte. Was wird mitgenommen? Komm her, für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Nein, doch nichts passt. Ein paar mehr Bandagen vielleicht. Nein. Naja, genau. Der ist von dem Händler ganz im Süden, in Condor. Oder Kordon, denke ich. Und diese Sandal habe ich, also ja, vom Händler hinten und die zweite habe ich eben hier bekommen. Es besteht doch die Chance, dass man mehrere Waffen, also mehrere besondere Waffen findet in einem Spieldurchlauf. Ein paar Medpacks auf jeden Fall noch. Und wenn ich in den Westen gehe, dann sollte ich definitiv etwas mehr Munition mitnehmen. Einiges auf jeden Fall. Und ich glaube, das sollte reichen oder müsste reichen. Schalldämpfer habe ich mit. Ein Zielfernrohr habe ich mit. Also, na, sollte ich drüben finden auf jeden Fall.
Beziehungsweise da bin ich mir nicht sicher. Also Waffen mitnehmen. Unterlaufgranatwerfer. 1,3 Kilo. Nein. Komm her. Für Leute wie dich habe ich immer was Interessantes. Ja, eine Seele vielleicht. Regeneration. Wieso nicht? Etwas gegen Reißer. Nein. So, da können wir auch, wenn der Barkeeper will. Gut, er will. Also, gezeichnet. Hast du die Dokumente aus Labor X18 mitgebracht? Ja. Gut. Die Situation klärt sich so langsam. Wie ich erwartet hatte, ist der Hirnschmelzer nicht natürlichen Ursprungs. Es ist ein experimenteller Emitter von Kaimanov, dessen Komponenten in Labor X18 gefälscht haben. Diese Dokumente nehmen Bezug auf Labor X16. Dorthin wurden die Komponenten geschickt. Nach dem, was hier steht, befindet sich X16 im Produktionskomplex am Jantarsee. Die Wissenschaftler haben dort ein mobiles Labor eingerichtet. Sie können also vielleicht hilfreich sein. Einfach ist es nicht. Du musst zu den Wissenschaftlern und herausfinden, wo X16 ist, damit du die fehlenden Dokumente holen kannst. Bist du dem gewachsen? Ja. Und noch wegen dem Auftrag unten wieder mal was verteidigt. Fleischklumpen und Fleischauge. Fleischklumpen haben wir auf jeden Fall. Und Fleischauge habe ich nur eins. Naja. Blitzartefakt habe ich genug eigentlich. Dornenkristall. Das ist das hier. Gleich mal beim Auftrag Aufträge abgeben. Ja, okay. Nachtstern. Nein. Obwohl es mal geben könnte, wäre vielleicht. Na. Das kommt mal langsam etwas höher auf über sein. Ja. Freundschaft, gut gesagt. Und dann sollten wir bald irgendwas Gescheites für den Kauf können. Erstmal schauen, habe ich alles, was ich brauchen könnte. Drei Elektroschock-Artefakte. Ja, jetzt nehme ich es doch eher mit. Aufprall. Ja, das sollte reichen. Wieso soll ich zum zurückkommen? Na gut, Windschirmhof keiner machen. Akroprom-Forschungsinstitut links unten vor uns. Na. Ja, kurz mal vielleicht das Trio fragen, ob irgendwas Sinnvolles dabei war. Na. Dann müssen wir jetzt ja, hier rüber. Na, vorher wir nur schauen, ob ich zwar Verstecke plündern kann. Und so gut wie wir jetzt ausgerüstet sind, würde ich sagen, bleiben wir für drüben. Weil einiges werden wir noch unten einlagern. Beim Jantarsee. Und ich würde sagen. Passt, es ist oben. Gott sei Dank. Jetzt innerhalb der Wächter, vom Wächterbereich hätte ich ein bisschen ein Problem. Okay. Es ist innerhalb. Geh. Okay.
Ja, es dürfte innerhalb sein. Im Eck. Schade, nichts, was sie brauchen könnte. Dann kurz zum zweiten Versteck noch hier drüben. Ich glaube, den Rest der Folge wir mit zwei Arena-Kämpfen erfüllen. Oder ein Arena-Kampf und dann umgehen bis zu der Blockade. Ja, jetzt darf ich schon zweit. Na toll. Hahaha, Strahlenanzug. Naja. Gut gegen Verbrennung, Elektro, Aufpoller geht. Reiße ist es ziemlich schwach. Strahlung, keine Ahnung, Fade so 90, verdammt gut. Explosion 40, Durchschnitt, panzerbrechend. Ja, das macht halt das Problem aus. Aber gute Nachtsicht. Hat ihr überhaupt Nachtsicht? Na, ist schlechter. Ja, dann würde ich sagen, wird den Schutzanzug da lassen. Ah ja. Den Kunden bringen, was ihm versprochen wurde. Achso, X16. Also ja, drüben finden. Ja, da wird besondere Waffen kurz eingelagert. Den haben wir schon vorher gefunden, dem Wächterarsenal gefunden. In der Kiste im Wächterarsenal in der ja, ein Lager drinnen. Der hat der Boss unten gehabt, der unten, na, der ist da komischerweise im Feuer drin gelegen. Und das erste Mal haben wir da unten gesehen, in Folge 4, denke ich. Also schall gedämpfte AKM oder gehabt. Und der hat beim Auftrag von Killen eines dieser extrem gut gepanzerten Exoskeletts, nicht-Fraktionsangehörigen Stalkern erhalten. Ja. Gegen zwar mit Sturmgewehren, mit einer Schrotflinte. Ja, sicher. Das ist der erste. Okay, passt, den habe ich gekillt. Uhuhuhuhu. Hat er Schrotflinte gehabt? Naja. 3000 anderes Kino. Gegen Fuck. Okay, zwar mit Stalkeranzug und einer mit der Seva. Okay, der hat keinen Doppelschuss. Shot. Okay, jetzt wird der jetzt blutig, aber und jetzt muss ich den Denkmal und jawohl. Boote. Oder das Basskopf. Gut, den letzten mache ich nicht, weil es sind nur 4 Granaten und ja. Und ein Messer gegen an mit dem Exoskelett vielleicht, was doch etwas übertrieben ist. Vielleicht wird es irgendwann am Anfang von einem Part einquetschen. Die sind halt immer die Neustarts mit aufnehmen muss.
Ja. Dann würde ich sagen, mache jetzt so kurz die Barrikade davon. Du lässt Ei sammeln, geh dann zurück, geh alles einlagern, geh nachher zurück zum ja, Dummer und hol noch die ein, zwei Sachen, was ich da und da eingelagert habe. Hauptsache Artefakte und. Brauche ich etwas mehr Munition. Oh, das blutet. Die Kamerin, die Waffen wir mal genauer. Dann will ich jetzt mal alles bei der Bar einlagern. Schauen, dass ich vielleicht irgendwie beim Händler noch ein paar Aufträge machen kann. Und mit Glück verkauft er eine sehr gute Rüstung. Ja, und dem alle die PSO-Zielfernrohre. Aber der braucht nicht wirklich. Dann würde ich sagen, beende diesen Part von Stalker Shadow of Chernobyl. Das war's mit dem 15. Part, denke ich. Also, ciao!